So ein bisschen Larifari. Dann waren wir hier auch schon. Schön. Gut, und dann gehen wir doch mal wieder zurück. Und schauen, was wir sonst noch so erkunden müssen. Also hier hinten waren wir ja jetzt überall. Würde ich so sehen. Das heißt, wir müssen geradeaus. Oh, oh, oh. Ich glaube, da aktiviere ich mal mein Ultraschwert. Dampfzenturion. Na gut. So, ich will wieder auf das Schwert gehen. Wo ist es? Ja, das ist immer ätzend, dass es sich irgendwie umsortiert die ganze Zeit. Da drüben ist auch noch einer. Ah, das bedeutet ja jetzt eigentlich, dass ich jetzt erstmal hier runtergehe. Hier war ich nämlich... Ich dachte... Wieso hat das gerade nicht funktioniert eigentlich? Sehr seltsam. Ist es noch aktiv? Nee, ist es nicht. Wieso hat mein Schwert nicht funktioniert? Wie viel Ladung hast du noch? 24, 11 bräuchte ich. Du bist nicht mehr aktiv. Sehr seltsam. Hier unten war ich aber schon. Also es kommt mir alles sehr bekannt vor. Genau, und es sieht auch alles sehr leer aus. Ja, da komme ich ja her. Dann gehen wir mal hier ums Eck und stellen dann fest, wo es dahin geht. Ah. Gut, das heißt, hier unten waren wir jetzt auch überall. Muss ich also bloß noch durch diese eine komische Tür und bevor ich das tue. Bevor ich das tue, nehme ich mir doch einen Gesundheitstrank. So, Bargain, Bargain, Bargain. Ich suche allerdings kein Fortify, sondern eine ganz normale Gesundheit. Ach, was soll's. Das war total Verschwendung eigentlich. Aber es ist ja halb so wild. Und zumal der Typ da eh jetzt hinüber ist. War das nicht der Ort, wo es... Ah, abgeschlossen. Wo es die Diamanten gab? Na gut, dann knacken wir mal ein bisschen. Und schauen mal, ob wir das überhaupt hinkriegen. Cool. Ich bin begeistert.
Eine Dwemer-Münze. Das ist leer und das ist leer. Hier haben wir noch einen Rubin. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir einen Diamanten und ein bisschen Metall. Da haben wir nichts und da haben wir nichts. So. Gut. Das lasse ich dann liegen. Ist ja dann auch nicht so wichtig. Und das passt dann eigentlich. Gut, dann haben wir Arcane Pump auch erforscht. Und noch ein bisschen Zeug übrig gelassen für Leute, die danach kommen wollen und Zeug ausgeben und so. Wir müssten jetzt überall gewesen sein, ne? Das war ja diese eine. Genau. Da geht's hoch. Habe ich mich gerade selber ein bisschen irritiert. Und dann da oben waren wir ja eigentlich auch überall. Es war ja bloß noch wirklich hier unten rein. Genau. Und hier haben wir vielleicht noch ein paar Kisten, in denen wir noch irgendwas haben, weil wir nicht dauernd hin und her rennen wollten. Auf jeden Fall haben wir das jetzt erledigt und ich bin ganz, ganz glücklich damit, dass es endlich rum ist. Ganz ehrlich. Dann brauche ich überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr haben und ich muss überhaupt nicht mehr hier runter. Das ist perfekt. So. Ja, jetzt muss ich hier bloß wieder einen Ausgang finden. Das ist immer das Schwierigste an der Sache hier unten. Da nicht. Da vielleicht. Da offenbar nicht. Da auch nicht. Da vermutlich. Okay, hier sind einfach nur noch... Da sind zwei Zahnräder drin. Die brauche ich jetzt aber eigentlich auch nicht. Und so, so teuer sind die auch nicht, ne? Ah, 100, okay. Wäre schon noch ein bisschen ein Stück. Ja, aber ich kann sie ja nicht mitnehmen. Die sind zu schwer. Na gut, dann lassen wir sie liegen. Haben wir eine Geldreserve, falls wir mal dringend Geld brauchen. Was ich jetzt nicht unbedingt glaube. So. Stellt sich nur noch die Frage, ob wir da oben vielleicht jetzt mit Levitation ein bisschen hinkommen. Und ob es da was Tolles zu entdecken gibt. Hier hinten waren wir ja auch schon mehrfach. Da gab es ja auch nichts mehr, was ist in der Kiste? In der Kiste ist nichts. Nein, wir lassen das jetzt. Jetzt habe ich nämlich schon wieder genug Zeit geschunden. Dann haben wir schon wieder was zum Verkaufen. Eigentlich könnte ich Intervention verwenden. Und eigentlich könnte ich auch mal in die ganz andere Richtung weiterlaufen. So. Das ist das eine und das andere ist ja... Na hopp. Na hopp. So. Will ich da rüber? Nee. Will ich da hoch? Nee. Was natürlich sein könnte, ist, dass da drüben auf der anderen Seite wieder sich eine Kiste versteckt. Aber ich habe ja gerade eh keinen Platz. Und insofern lassen wir das einfach. Ich bin jetzt bloß neugierig und will wissen, wo es da weitergeht. Wie es da weitergeht und was da weitergeht. Also da geht schon ein Weg weiter. Okay. Ist mir alles egal, wir gehen zurück nach Balmora. Alter, weil ich keine Lust gerade habe. Auf irgendwelches Geschotte und Gezete und Gekämpfe.
Und mein Inventar ist ja eh voll und jetzt kann ich hier ein bisschen Zeug verkaufen. Sobald ich ein... Genau, ein Armor. Hier dieses Metall, das will der doch sicher ganz gerne. Hoi! So. Wir könnten ein bisschen... Oh! Oho! Der hat Kohle. So. 20, was gibst du mir dafür? Er kauft kein Metall. Ja, das ist ja mal faszinierend. Aber ich sehe jemand, der hier Geld hat. Kaufst du diese Amulette? Wo habe ich sie? Da habe ich. Die kauft er auch nicht. Aber er kauft mit Sicherheit sowas. Cool. Das finde ich schon mal schön. Dann kannst du doch sicher mal was reparieren. Ja, wobei ich die eigentlich selber reparieren will. Einfach weil... How do you do? I'm fine. How are you? You may speak. Okay, einfach weil... Weil... ich ganz gerne selber meine Handwerksfähigkeiten ausbauen und verbessern wollen würde. Aber warte mal. Das können wir doch eigentlich mit diesen Prongs machen. Toll, mein Skill hat sich verbessert und jetzt kriege ich es nicht mehr hin, das Ding zu reparieren. Na gut. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit meinem Handwerksskill? Armorer? Cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So. Dann will ich doch hier mal zu diesem Schrotthändler. Und würde gern wissen, was du mir für... so ein Ding denn gibst. 8. Nee. Wie viel sind die denn wert? 20. 20? So, dann bestechen wir den doch ein bisschen. Gut, und jetzt handeln wir mit dir. 9. Naja, von mir aus. So. Kann ich noch was mit dir handeln eigentlich? Du willst doch sicher so einen Dwemer aufgefangen. Seek information, Redguard? So.